Es ist einiges abhanden gekommen. Das heißt, es wurde zuerst seine Laptoptasche geklaut und später dann, während die Konzerte liefen, ist offenbar noch mal jemand vorbeigekommen und hat mitunter einen Asus IPC mitgenommen, ein iBook, eine Kamera und zwei iPods. Also es ist schon ganz schön viel abhanden gekommen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ihr bitte wirklich aufpasst, dass ihr euren Kram bei euch habt. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht so schön, dass mein Computer jetzt weg ist. Und bei der Polizei den Arm zu verringen, war auch nicht so die schönste Sache. Also von daher wäre es, denke ich mal, allein nicht nur in unserem Sinne, weil wir uns dann besser fühlen, sondern auch in eurem Sinne ganz gut, wenn ihr euren Kram dann auch wirklich bei euch habt und sicherstellt, dass eure Sachen irgendwie wirklich sicher sind. Das heißt, irgendwo in die Ecke stellen und darauf hoffen, dass es irgendwie schon klappen wird, hilft keinem. Ja, also ich bin gerade noch selber etwas verwirrt, weil irgendwie muss ich jetzt gucken, wie ich weitermache, aber wir würden dann erstmal. Ich bin ja hier im Hause mit Kreativer und dieses Konzept, was wir hier im Hause fahren, ist diese Offenheit und wir haben eigentlich so gut wie nie Diebstahl gehabt. Und dass das jetzt an diesem Wochenende passiert ist, macht mich sehr verwirrt. Ich will das einfach nur mal sagen, das ist unser Konzept des Hauses, alles sehr offen und da ist fast nie was passiert. Und warum jetzt gerade an diesem Wochenende? Wir haben halt die Theorie, dass es daran liegt, dass dieses Einkaufszentrum eröffnet hat. Also die Tatsache, dass da viele Leute sicherlich auch rumrennen in der Hoffnung, dass sie irgendwo, was weiß ich, Handtaschen klauen können oder sonst was, dass Leute unaufmerksam sind, ist, denke ich mal, schon ein Faktor. Und ich weiß auch, dass von einer anderen Gruppe, die gestern Abend noch im Haus war, wohl auch was abhandengekommen war. Also es ist jetzt nicht allein irgendwie bei uns speziell, dass die Leute irgendwas geklaut haben, sondern auch bei anderen. Aber wie gesagt, wir können es jetzt nicht mehr ändern, aber es wäre ganz gut, wenn er dann künftig aufpasst. Ja, also würde ich sagen, wir haben jetzt auch irgendwie überlegt, wollen wir jetzt noch irgendwie die erste Session irgendwie um 10:45 oder um 11 beginnen lassen, aber ich denke, es sind immer noch einige unterwegs auf dieser schweren Reise von der Schlafplatz bis hierhin. Es scheint ja doch etwas anstrengend gewesen zu sein gestern.